Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche. Ich wünsche allen einen wunderschönen Samstag. Wir haben Wochenende, das ist das Nette dran. Ja, es heißt auch heute wieder, nie wieder Diät. Ich versuche immer wieder, die Speisen, die wir gerne essen, so zu gestalten, dass sie kalorienarm sind und dass man alles essen darf. Weil, wie gesagt, keine Diät hilft. Jeder Verzicht ist unnötig. Das Wichtigste ist, ein Kaloriendefizit zu haben am Tag. Und darum versuche ich wirklich alles zu kochen, Nudeln, Knödeln, Torten, Kuchen und die so kalorienarm wie möglich zu gestalten, damit alles erlaubt ist und damit man keinen Heißhunger auf irgendetwas Besonderes bekommt. Heute machen wir einen gratinierten Kaffeeol-Brokkoli-Auflauf und wie ihr ja schon wisst, bin ich ein Fan von schneller Küche, da ich Vollzeit arbeite, nebenbei noch einen kleinen Enkelsohn habe und ein riesengroßes Hobby, nämlich das Streamen und nicht nur das Kochen, sondern auch Legend of Runeterra, das ist ein Spiel und ich liebe es und dafür brauche ich natürlich auch sehr viel Zeit und daher immer schnelle Küche. Ich habe hier schon vorbereitet, das sind 500 Gramm Kaffeeol und 500 Gramm Brokkoli. Das Ganze geben wir einfach in eine Auflaufform. Verteilen es. Das Essen ist heute übrigens für 3 Portionen gedacht, da mein Sohn auch zum Essen kommt. Mache ich heute 3 Portionen und es ist wirklich reichlich und eine Portion hat knappe 500 Kalorien. Also Essen, an dem man sich wirklich, wirklich satt sehen kann. So, ich werde euch das jetzt umstellen. Gut, wir haben hier 200 Gramm Schinken, den schneiden wir einfach würfelig. Und auch dieser Schinken kommt dann verteilt in die Auflaufform. Hi, Ryoko, good morning! I found Samira Sechuani for today. That's nice, we will try it, I think, in 20 minutes, because I have a very, very quick meal for today. So, Schinken ist auch in der Auflaufform. Dann habe ich hier 2 Kugeln Mozzarella. Ich habe den Magermozzarella genommen, der ist nicht so fett, hat dadurch weniger Kalorien. Den schneiden wir auch in Würfeln. Grob würfelig schneiden, der zergeht eben. Braten. So. Und auch das kommt in die Pfanne hinein. Thank you.
dann den zweiten. Rauchwürfelig schneiden und ebenfalls in die Pfanne geben, in die Auflaufform. So, dann ist das Ganze auch schon fertig. So. Und nun wird das Ganze gewürzt mit etwas Salz. Und Pfeffer. Ihr könnt auch, ich gebe noch Chili dazu. Ihr wisst, ich liebe es scharf. Bisschen Chili und schwarzen Pfeffer. Gut würzen, weil das Gemüse nimmt das sehr gut auf. Dann leere ich etwas Kochsahne drüber. Auch hier habe ich die magere Variante genommen, um Kalorien einzusparen. Ein Schluck Wasser zum Auswaschen von der Kochsahne noch. Und zum Abschluss kommt fettarmer Käse noch drüber. Das sind 150 Gramm. Die geben wir über den ganzen Auflauf noch hinüber. So, decken das Ganze gut damit zu. So, schön verteilen. Und dann kommt das Ganze nunmehr bei 160 Grad eine halbe Stunde in den Ofen, ins Backrohr bei 160 Grad Umluft. Und dann noch 10 Minuten aufdecken und bei etwas größerer Hitze überbacken. Das Ganze kommt zugedeckt. Jetzt für eine halbe Stunde in den Ofen. Ich werde es noch nicht fertig machen, da mein Mann erst später heimkommt. Das Ergebnis könnt ihr wie immer dann auf YouTube sehen. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, kommt wieder vorbei. Morgen um 10 Uhr findet der nächste Kochstream statt. Und ihr könnt alles, die Rezepte nachlesen oder noch einmal anschauen, falls ihr es versäumt habt, auf YouTube. Da lade ich immer die Videos hoch. Ich sage herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.